Hallo meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zum Man of War Let's Play TS2. Man sieht hier, ich habe ich habe mir das Erweiterungspack gekauft. Fragt mich jetzt nicht, wie es heißt. Man kann hier mehrere jetzt verschiedene Sachen holen, sogar Klimaanlagen. Aber ich habe mir jetzt gedacht, naja gut, Hubschrauber, ist bestimmt nicht schlecht. Wir können ja mal gucken, was es sonst noch alles gibt. Hier gibt es noch einen Traktor, S666, nur 13 Tonnen. Gleichgewicht. Haben wir sonst noch etwas hier? Die Klimaanlagen eben mit 11 Tonnen. Kein Problem. Dann war noch mal der Traktor. Auch hier haben wir jetzt sogar eine Gleis. Hier haben wir Gleisketten. 11 Tonnen. Aber hier haben wir sogar einen Bohrer von Brickham nach Amsterdam. Wir sind aber in Dresden gerade und ich habe mir gedacht, naja, machen wir einen Hubschrauber. Kriegen genug Geld. Schaut euch das mal an. 69. Preis pro Strich nennen. Da ist der am meisten. 69 Euro pro Kilometer. Also die Fracht muss jetzt ordentlich ankommen. Natürlich, es ist ja auch nicht alles eingestellt. So, wie gesagt, Multiplayer gibt es im Moment nicht, deswegen fahren jetzt auch hier wieder Autos rum. Was ich aber auch nicht so schlecht finde. Autos fahren jedenfalls mehr rum als LKWs im Multiplayer. Vielleicht auch zu einem Tag gut. Oh, hier, der ist neues Auto. Ja, gut. Und zwar gibt es was Neues zu erzählen? Nein, natürlich nicht. Ich überlege mir gerade, wann die Folge rauskommt, weil ich habe direkt keinen Sendeplan. Viele gucken sich das eh nie an hier bisher. Ja. Jeden Freitag habe ich mir jetzt so überlegt, mache ich einen Stream und den habe ich mitgenommen. Scheiße. Jetzt fahren wir mal hier rein. Die fahren sogar auch Busse rum, das ist auch nicht schlecht. So. Und da steht schon der Hubschrauber. Qualität ist hier beim Spiel auf hochgesetzt. Ich war natürlich. Das nimmt jetzt ja auch ordentlich auf. Ich lasse auch die rechte Seite aus. An Rückspiegel. Man kann ja auch gucken. So. Jetzt müssen wir mal kurz rausgucken. Nicht rausgucken. Ja, es gibt noch ein Umleuchter. Machen wir die an. Das ist auch für den Ärzten, für den bestimmten Ärzten hier mit diesen Zeichen drauf. Ja, gut. Eins gucken wir mal schnell. Ja, ich bin der Elite jetzt ein bisschen hoch, bin ich, aber ja, nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal bei, was wollte ich gucken, Gameplay. Und zwar muss ich jetzt realistischer treiben. Stoffverbrauch und Geschwindigkeitsbegrenzer aktivieren. Nein, das wollen wir doch nicht. Wir wollen ja auch oben mal ankommen. Na klar, wir haben auch eine Schwerlast hier drauf. Wir werden deswegen auch nicht gerade schnell fahren. Außerdem habe ich auch gesehen, wir können auch ein Tempomat anmachen. Ich aber nicht gerade weiß, wo es ist. Wir können hier mal schnell gucken. So viel Zeit haben wir ja. Tastenbelegung. Tempomat C. Okay. Geschwindigkeit erhöhen machen wir 1. Geschwindigkeit verringern machen wir 2. Und hier können wir eigentlich 0 machen. 10er 0.
Zähne, Tastatur, noch Ringschrauben. Ja, okay, es ist ja nicht ganz so das Wichtigste. Aber wir schauen einfach mal. Können wir mal gucken, wie schwer ist denn die? Puh, 3 Tonnen. Also Schwerlast ist es ja nicht gerade, es ist nur vielleicht überlegen. Also ihr seht das bestimmt nicht, aber das glänzt hier wie verrückt. Ich habe die Qualität so hochgestellt, nachher geht es ja überhaupt nicht. Und wir können hier schon weiterfahren. Das kann mir ja auch manchmal sagen. Mal. Ach nee, mach mal auf 0. Ach, den Moment muss man hier ausmachen. Gut, geradeaus. Ja, haben wir schon 6 Minuten hier erreicht. Also ich habe auch seit langem nicht mehr gespielt. Was ist denn das jetzt? Das ist die Version 1.1.6. Und los geht's. Tempomat an. Fünfzig dürfen wir. Ach so. Deswegen. Jetzt geben wir natürlich selbstständige Gas. Ich nehme hier die Folgen jetzt diesmal alles hintereinander auf. So, cut, 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 cut. Wie jetzt die letzten Folgen. Ich habe ab sofort auch ein Schneideprogramm hier auf meinem Rechner. Und da kann ich das schon machen. Man sieht dort oben Schleichwerbung. Natürlich jetzt nicht keine Werbung oder sonstiges, aber eigentlich ist es nur zur Abwechslung, damit ein bisschen Farbe reinkommt, habe ich gedacht, aber ich nehme es mal lieber raus. Wenn ich das jetzt aber rausnehme, X machen wir raus, Jack Daniels machen wir raus, Scania Muster, okay, das kann man so drinnen lassen. Sperrler, das sind die Pakete. Trailer, Coca-Cola. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt wieder kommen. Ja, jetzt habe ich auch wunderschön rausgeschnitten. Geschnitten meine ich. Ja, wir sind wieder hier. Und die Sonne, sie blendet wie verrückt. Wir haben sie auch so früh am Morgen. Die Folgen waren sogar vor 10 Minuten lang, damit ich ordentlich leicht zu schneiden habe. Gibt es heute irgendwas vor 10? Nein, nicht unbedingt. Also was soll heißt nicht unbedingt? Nein, es gibt eigentlich, ne, brauche ich nicht zu erzählen. Man sieht natürlich schon einen großen Unterschied zwischen Laptop und PC.
finde ich. Ich weiß nicht, wie es für euch dort hinter den Bildschirmen aussieht. Weil ich nehme Euro Truck jetzt zum ersten Mal auf. Das einzige ist gestreamt, habe ich es probiert jedenfalls. Und da hat es nicht ganz so geklappt, aber nicht schlimm. Jetzt seht ihr, 112 km/h kriege ich wieder drauf. Oh, da kommt einer von hinten. Ja, schön vorbeilassen. Jetzt ziehen wir wieder rein. Und ich glaube, ich nehme Tempomat rein. Sonst werde ich zu schnell. Das seht ihr ja gerade. Zwar Tempomat von 90 ist nie zu langsam und 90 überholen mich noch alle, ist aber noch okay. Wir holen noch Zeit auf. Mit 1000 Metern gibt es die nächste Raststätte. Das ist schon lange eigentlich Kilometer weg. Oh. Auf 100, was ist nochmal passiert, dass wir nicht nochmal so weit anfangen müssen. Man sieht auch die Spiegelung, hat man gerade gesehen, hoffentlich. Habe ich auch hoch eingestellt, sehr hoch. Man kann jetzt sogar bei den anderen ins Spiegel schauen. Wir gehen draußen. Ach ja, Leute. Morgen? So. Was bei mir? Oh, sind ja gleich, ist ja schon gleich die Zeit vorbei. Ja, okay, erzähle ich dann im nächsten Part. Ich würde es einfach mal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was ich für Mods reinbauen soll. Oder was ich ändern soll. Oder wie ich am besten fahren soll. Beispiel hier früher reinziehen und schickt mir schöne Intros. Thema kommt nächstes Mal. Und zwar, ich suche ein Intro für meinen Kanal, am besten Dubstep oder irgendwie sowas. Ich weiß jetzt nie, also ich habe keine große Vorstellung. Ein Intro habe ich gemacht. Ich tue es auch mal hoch. Ja, Leute, das war's jetzt langsam. Also gebt einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Euer Mendo Survival. Ciao, ciao.